Ja, servus Leute, ich begrüße euch mal beim neuen Video von mir und zwar jetzt endlich mal auch zu der Klärung, warum denn so lange nichts mehr kam bei mir. Und zwar das den Grund, dass bei mir auf Arbeit gerade zurzeit ziemlich viel los ist. Das ging eigentlich schon los in meiner ersten Woche nach meinem Urlaub, also nach meinem Roadtrip durch Deutschland. Dass ziemlich viel zu tun war, also sprich Überstunden, Wochenendarbeit, Nachtschichten. Und das hat sich jetzt bis jetzt so eigentlich fortgesetzt. Naja, also eher, dass ich halt viel auf Montage halt war und dann, ja, dann bist du mal einen Tag in der Woche dann mal zu Hause und dann bist du halt mal froh, wenn du halt echt mal nichts machen musst und dass du dich halt mal erholst dann wieder für die Arbeit. Und es hat mir natürlich auch selber sehr genervt und gestört, dass ich da halt überhaupt nichts machen konnte. Und aber ich versuche da jetzt wieder mehr zu machen. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Weil, wie gesagt, ich war jetzt mit einem Kollegen vor einer Woche jetzt malen oder anderthalb Wochen. Und das war wirklich halt das erste Mal, nachdem ich beim Noe war in Emden. Und das waren fast 3 Monate, ja. Und wo ich denke, irgendwo, das ist viel, viel zu lang. Und ich will mir nicht von der Arbeit so diktieren lassen, dass ich überhaupt kein Leben mehr habe, nur noch für die Arbeit da bin. Und da werde ich auf jeden Fall probieren, mich da irgendwie durchzubeißen. Und dass ich das halt mein Hobby noch nebenbei irgendwie machen kann, weil, ja. Also das war jetzt halt so der Grund, weswegen halt so lange leider nichts kam. Jetzt kommt so ein kleines ja, Feedback oder mein Rückblick zu dem Roadtrip, wo ich euch noch ein bisschen was drüber erzähle, wie es halt war. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit der Erklärung was anfangen. Und dann, wie gesagt, viel Spaß beim Video. Und also ich muss sagen, es war auf jeden Fall mit die beste Entscheidung des Jahres, dass ich wirklich das gemacht habe, diesen Trip. Allein die Erfahrung, mal sowas zu machen, wirklich mal quer durch Deutschland zu fahren und sich mit Leuten dann auch zu treffen, schlussendlich. Und um sich auszutauschen und um zu malen. Also ich sag mal, dass die ersten paar Städte, so wie Heidelberg, Stuttgart, da habe ich mich ja jetzt mit keinem speziell getroffen. Das war auch schon interessant, dann die anderen Orte mal zu sehen, so die Horts, die es halt so gibt. Aber ich habe dann doch schnell gemerkt, es wird dann doch sehr stressig irgendwann schnell, wenn man dann doch sich zu wenig Zeit dafür nimmt. Ich sag mal, zum Anfang war der Plan, dass ich mir für jede Stadt mindestens 2 Tage Zeit nehme. Es hat aber leider zeitlich gesehen nicht so funktioniert unbedingt. Das war dann meistens doch nur ein Tag, wenn überhaupt, Dresden, wo ich dann nach Dresden bin. Da hatte ich Dresden, ich glaube, in 6, 7 Stunden abgefrühstückt. Und da bin ich am selben Tag noch nach Hamburg gefahren. Ich glaube, das waren ja auch nochmal dann 4 Stunden. Da war ich dann nachts da oder abends da um 22 Uhr und bin an dem Tag irgendwie 8 Stunden Auto gefahren. Das war echt schon richtig anstrengend. Das war, kann man ja, hat man auch damals gesehen in dem Video, hätte ich da zwischendrin nicht die Pause gemacht. Also es wäre nicht so gut gewesen. Ja, also wie gesagt, jetzt mein kleines Feedback. Ich werde die Tage mit euch nochmal durchgehen. Ich hoffe, ihr habt da nochmal Lust drauf. Nochmal ein paar Hintergrundinformationen für euch. Und ja, viel Spaß. Also ich muss sagen, dann von meinen ganzen Videos gefällt mir doch wirklich echt dann mein Intro von den ganzen Videos echt immer noch mit am besten, weil dann doch diese ganzen Zusammenschnitte von allen Tagen so in einem kurzen Clip, ja, gefällt mir doch echt mit am besten, weil es dann doch ziemlich gut Ja, moin. widerspiegelt, wie es halt war und so. Und Ich bin jetzt das Beste 10 war dann Kilometer weit, ich kann natürlich das Leben losgefahren. sehen. Und Ja, direkt erstmal, wie man es halt kennt, im jetzt kann man es Rhein-Main-Gebiet, sehen. also die aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, die werden das Das kennen, war immer ich Stau. Du auch. bist in der Nähe von Frankfurt und Aber du stehst ich einfach im Stau, ja. Und da hatte ne? ich nach Dann 10 Heidelberg, Kilometer. glaube ich, stand Ich ich habe ja Urlaub, ich habe ja Zeit, ne? dreimal am Stau, glaube ich, Aber war 10 das. Kilometer im Dachte ich mir, Rhein-Main-Gebiet, geil, geht okay. schon super los, gell? Ja, und dann kam ich nach Heidelberg an und da war es halt echt, boah, Alter, Und das ja, geknallt da. Die Sonne, ey, das ich war dir auch. richtig krass. Gott sei Dank konnte ich da unter der Brücke malen, weil in der Sonne,
Nee, das hätte ich, glaube ich, keine halbe Stunde ausgehalten. Ja, das war ja echt zu krass. Also ich habe hier einen kleinen Schmierzettel, weil, ja, damit ich nichts vergesse. Genau, dann war dann noch später so ein Workshop von der Schule. Und die wollten sich da mal ausprobieren. Und das war so ganz witzig. Das habe ich erst dann mitbekommen, wo ich dann mir die Aufnahme angeschaut habe. Ja, irgendwie so ein Mädel hatte dann irgendwie keinen Bock gehabt, da zu sprühen. Ja, ich möchte nicht sprayen. Und dann so die Begleiterin oder Lehrerin, ja, das sollten Sie aber. Und dann denkst du dir so, Alter, du fährst jetzt gerade durch ganz Deutschland, um irgendwo zu sprühen. Und dann daneben an so welche, ah oh nee, ich will nicht sprayen und so. Das war schon ein bisschen komisch, ja. Ja, wie es halt manchmal so ist, ne? Wo bei manchen Leuten halt so die Prioritäten sitzen, ne? Ja, und dann im Hotel war das ja noch später dann diese tollen Stromausfälle, diese 3, 4 Stück da irgendwie. Und dann habe ich irgendwann selber den Sicherungskasten gesucht bei mir auf dem Stockwerk und habe dann halt selber halt die alte Sicherung aus den 30er Jahren mal das Knöpfchen wieder reingedrückt und dann ging es ja wieder, Gott sei Dank. Ja, aber sonst war Heidelberg eigentlich ein guter Auftakt. Also das Hotel war eigentlich auch super gewesen. Und ja, also wie gesagt, Wetter war eh Bombe, also ja, besser hätte sie eigentlich nicht starten können. Jo, geht dann der zweite Tag, genau da, bevor ich nach Stuttgart gefahren bin, bin ich noch schnell an die Hall da in Heidelberg, um nochmal schnell Bilder zu machen. Ja, also nach Stuttgart kam ich relativ gut durch. Da war jetzt eigentlich nichts großartig, außer ein paar Baustellen, aber kein Stau oder sonst sowas. Und dann in Stuttgart bin ich erstmal ewig rumgegurkt, wo das überhaupt war. Also ich war dann schon an der richtigen Brücke und alles, aber da dann genau zu wissen, ja, jetzt genau da unter der Unterführung ist jetzt dann die Hall. Wenn du es halt nicht weißt, dann suchst du dir halt einen Wolf, ja. Und dann halt ewig rumgegurkt, was gesucht, dann hat die es gefunden und dann, jo, wo ist dann Parkplatz? Und dann war da ewig nichts und dann halt, jo, dann mit Parkticket, wo ich dann schon dachte, ich finde hier gar nichts mehr. Und zwar, das war, boah, das ist die Karlsbrücke, boah, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall ist das da an dem Messeplatz, wo auch die Stuttgarter Vasen sind. So als Orientierung wäre, falls sich jemand da in Stuttgart auskennt. Ja, und da habe ich mich da in so eine Seitenstraße hingestellt, Parkticket gezogen, erstmal hingelaufen, dann halt geschaut, wie es halt aussah. Und dann mir ein Plätzchen ausgesucht, dann zurück zum Auto, den ganzen Krempel geholt, da wieder hin. Dann schnell alles, genau, dann hatte ich nur die Farbe dabei und ein paar Kanten zum Vorziehen, weil ich wusste, 2 Stunden, so, das geht ja ratzfatz um. Und dann musste ich ja dann wieder weg und den ganzen Kram wieder mitnehmen und dann Parkticket neu ziehen und dann dachte ich mir, jo, jetzt hast du 2 Stunden Zeit, dann musst du das Ding jetzt fertig rocken. Weil hast du nicht wieder Bock, wieder hinzurennen und wieder nachziehen. Wahrscheinlich hätte ich es auch lassen können, hätte es kein neues Ticket ziehen müssen, aber Bock auf einen Strafzettel hatte ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Ja, und dann habe ich noch ein paar Leute da getroffen, sogar 2 Leute, die haben auch da gemalt, direkt neben mir. Und da kamen noch ein paar andere Leute vorbei und ich mich mit denen ein bisschen ausgetauscht und so und gesagt, hier, ich mache gerade eine Tour durch Deutschland und so. Und ja, waren so ganz okay die Leute da. Und dann bin ich auch relativ fix dann weiter, weil ich dann zu meinem nächsten Hotel musste nach Tauberbischofsheim. Das lag zwischen, ich wollte Richtung Bamberg und dann habe ich geguckt, dann in der Mitte davon lag irgendwie fast genau Tauberbischofsheim, da halt ein Hotel rausgesucht und da musste ich dann bis spätestens 19 Uhr irgendwie auch eingecheckt haben. Also halt nur Gas, 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 ja, immer nur Druck. So also nach dem Motto, ja, 2 Tage Zeit für jede Stadt. Ja, aber hat trotzdem ja Spaß gemacht, war halt ein bisschen stressig, aber ja, mein Gott. Ja, und dann Zimmer war auch ganz okay im Hotel, bloß das Blöde war halt Dachgeschoss, es war halt so ewig warm, das war echt nix. Und dann wieder auch im Zimmer nur so eine komische 5-Watt-Funzel und dann die Dusche, stimmt, die Dusche, wer das Video gesehen hat, die Dusche des Todes mit so, was ist, Kopftier, mit so einem Kopf, ach, keine Ahnung, was für ein Scheißdreck, ja, mit so Düsen und was weiß der Geier, ja, also ich konnte da
drin kaum stehen in dem blöden Ding. Hauptsache ein bisschen geduscht irgendwie. So war der erste, zweite Tag. Die liefen ja echt ganz gut. Ich merke schon, ich rede wieder sehr viel. Ich hoffe, das müsst ihr jetzt abkönnen. Ne? Ich habe da ein paar Wochen vor mir Ruhe gehabt. Da müsst ihr jetzt durch. Da müsst ihr jetzt einfach durch. Weil es hat sich jetzt alles aufgestaut. Es muss jetzt alles raus. Es muss alles raus. Alles raus. So, und dann bei Tag Nummer 3 bin ich dann zu einem alten Kollegen hingefahren, in der Nähe von Bamberg. Und den habe ich dann da wirklich, muss ich zu meiner Schande gestehen, ja, ich glaube, das war wirklich 8 oder 9 Jahre nicht mehr gesehen. Gut, der war jetzt auch nicht bei mir gewesen, aber man hat davor doch schon viel, also sich oft besucht. Aber dann ist es doch irgendwie doch eingeschlafen, leider. Aber wenn du überlegst und so. Das war so ganz komisch. Du siehst dann eine Person wieder, die hast du dann fast eine Dekade, also wirklich fast 10 Jahre nicht mehr gesehen. Und das war schon krass. Also es war... Ja, dann habe ich mir gedacht, so alte Kontakte sollte man dann doch mehr pflegen. Auch wenn man sich nicht so oft sieht, vielleicht dann doch einmal im Jahr oder so, aber halt, das war halt viel zu lang. Das war halt geil. Hatte einen schönen Tag mit denen, auch mit den Kollegen von dem. War mal ein bisschen unterwegs gewesen. Und dann, ja, das Beste war natürlich dann dieser steile Abstieg, den man da sehen konnte. Das habe ich dann alles mit meinem Smartphone gefilmt. Das war eigentlich das Beste an dem Ausflug da. Das war sehr witzig. Auch das Wetter wieder, Bombenwetter, ja, wie bestellt, ja, total geil. Und dann durfte ich ja noch dann bei dem Schwester. Oh, diese Schmerzen. Bei der Schwester von meinem Kollegen an ihrem Haus, die braucht noch eine Hausnummer, haben sie gemeint, ach, weil du gerade mal da bist und du hast ja so Sprühfarb dabei, mach mir doch mal eine Hausnummer. Jetzt kann ich sagen, ich habe schon eine Hausnummer gemacht. Ne? Ja, auf jeden Fall war ein schöner Besuch da, natürlich wie immer viel zu kurz. Ja, und dann genau ging es dann ja weiter in meine alte Heimat. Jo, dann in meiner alten Heimat, dann durfte ich dann noch da einen Auftrag machen. Auf dem Hinweg dahin, Gott mir ersehen, da war noch das beste Wetter, auch noch beim Vorziehen war noch Spitzenwetter. Ja, was sich halt am nächsten Tag leider ändern sollte, leider, denn es war schönster Regen und genau die Wand, wo ich das Bild machen sollte, war noch dann die Wetterseite, das heißt, die war wirklich pitschnass. Ja, beim normalen Bild, da denkt man sich, yo, was soll's, aber halt bei dem Auftrag, der soll ja ein bisschen länger halten als vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern sollen die Leute ja auch ein paar Jährchen dran Spaß haben. Ja, dann auch mittendrin, das war glaube ich, weiß gar nicht, war ich da... Da war ich mit dem Vogel gerade fertig und ich habe schon so gemerkt, naja, von hinten kommt wieder der Regen, also wo halt mal eine kurze Regenpause war. Und auf einmal merkte ich so, kurz bevor es losging, es wurde schlagartig ruhig und dann hast du noch wie so ein Rauschen gehört, das immer näher kam. Es war halt der Regen, ja, der vom Feld her kam und es war so... Das habe ich echt noch nie erlebt, so dass der Regen so schlagartig kam. Und das waren dann wirklich dann Bindfäden und also ein dermaßen starker Schauer auf einmal. Aber das Gute war, dass der Wind von der Gegenseite kam, wo die Wand stand. Das heißt, das Bild ist dann Gott sei Dank auch so weit trocken geblieben. Echt Schwein gehabt, obwohl ich da, wie man im Video noch sehen kann, bin ich noch doch ziemlich nass geworden. Aber wie gesagt, ich muss sagen, zu dem Bild, also es hat mir dann wirklich doch zum Schluss dann wirklich auch selber sehr gut gefallen. Also dafür die Umstände, die da halt herrschten, da war dann doch, also war ich doch relativ zufrieden dann damit. Und ja, vor allem hat es den Auftraggebern gefallen, das ist immer die Hauptsache. Ja, das war dann doch so auch... Ja, so mein Highlight-Bild des Trips, also eigentlich dann mein bestes Bild, finde ich persönlich. Und ja, bevor dann halt die Treffen losging, dann mit den Jungs, wo ich dann halt zu Besuch war. Ja, schon danach war ich dann, genau danach war ich dann beim Kort in Dresden. Ja, Leute, das war jetzt der erste Teil meines kleinen Rückblicks, Feedback, wie auch immer, von meinem Roadtrip. Ich wollte das eigentlich alles in ein Video packen.
Aber Daniel kennt mich ja schon mittlerweile ein bisschen und ich rede dann doch gerne ein bisschen mehr, ein bisschen länger drüber. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich hoffe, es ist auch informativ für euch. Ja, ich fand es jetzt nicht verkehrt, mal für euch nochmal ein bisschen Hintergrundinformationen, so wie das dann alles so ablief dann bei mir, bei meiner Tour. Das waren jetzt die ersten vier Videos und die nächsten vier werden dann Folgen im zweiten Teil. Ja, lasst mir doch mal gern euer Feedback da unten in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen von euch freuen und natürlich, wer es noch nicht getan hat, gerne, gerne den Kanal abonnieren, denn in nächster Zeit wird die Überraschung für euch kommen. Vor allem für meine Abonnenten. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, der zweite Teil kommt dann bald und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Macht's gut, meine Freunde. Ciao!